schon mal besser aus. Also der Typ hier. Ich? Oder wir sind einfach nur zu schwer. Wie kann ich hätten, wie ihr wünscht? So. Ich schätze, ihr seid am Ende. Wo ihr braucht, meine nur zu fahren. Ich würde euch zurechtstutzen. Aha. Oh, wir haben ihn platt gekriegt. Bleibt zurück und gebt Acht. Ihr habt kein Warum, denn ich? So. Hier, kannst du ein Kettenhemd haben. Das ist schon mal praktisch. Noch ein neuer Brief. Der Böse dem Schädelfürst sei informiert, dass auf Brennoir Irkin von Gorion ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Brennoir wurde zuerst im Raum Kerzburg gesehen und muss schleunigst beseitigt werden. Dieses Angebot wurde in allen Einstiegen gehen unterbreitet. Wer mit einem Beweis für seine Tat zurückkehrt, wird mit nicht weniger als 250 Goldmünzen belohnt. Ja. Ja? Ihr braucht nur zu fragen, wie ihr wünscht. Oh, ich war ja hier drin gleich fertig. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Hi, Perdon. Seltsame Dinge sind hier im Gange. Hallo, habt ihr zufällig hier in der Gegend so einen großen, umkurbelten Typen mit einem Hundekopf gesehen? Ehrlich gesagt habe ich nicht. Wen interessiert das? Der Halbling fragt was, wer antwortet? Hallo, hallo, Perude heißt Blödarsch, jetzt verschwindet. Seltsame Dinge sind hier. Warum geht ihr mir immer noch auf die Nerven? Jetzt kann ich seine Quest nicht annehmen. Worum geht es diesmal? Ihr braucht sich nur zu fragen. Ich schnell speichern, so, nachdem ich den Typ getötet habe. Ich schätze, habe. Ihr seid am Ende. Okay. Aha. Wie ihr wünscht. Meine Milz! Mein Lebenssaft verrinnt. Du bist denn, ich verschwinde jetzt. Wo? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Was ist, bleibt zurück und gebt Acht. Was wollt ihr? Denn ich verschwinde jetzt. Okay. Langsam wird das gut. Ja? Wie kann ich helfen? Oh. Ich hab keinen Bock zu reden. In Ordnung. Jael Kalles? Worum geht es diesmal? Kommt, trefft jemand anderen. Warum denn ich? So, eine Ersatzschreitaxt. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Mich kümmert's hier lang! Da kriegen wir das Schloss geknackt. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Erstmal mit Lachen, so. Oh, ich bin Holzfäller, wenn ich es doch sage. Ich arbeite die Nacht und schlafe den Tag. Ich bin ein Werwolf, das komme ich gleich. Meine Mutti war ein Schäfer und mein Papi war ein Jagdhund. Und dass ich dich süßes Hündchen fand, das Gestausblut gewohnt. Ah, ist schon in Ordnung, schau. Wir sind ja alle kritisch. Seltsame Dinge sind hier. Ich sag doch, ein Hundekopf. Und aus dem Maus stinken tut er wie eine Hyäne. Ja, ein Gnoll? Ja, ein Gnoll. Da versteckt sich einer westlich von hier in der Nähe der hohen Hecke. Dieser verdammte diebische Feldkloß hat mir vor 2 Tagen mein Kurzschwert geklaut.
Ja. Ich hab sie noch nie leiden können. Wie viel wäre einem Zwerg euch eine Klinge, so eine Klinge wert? Ignol war das. Wie wär's, wenn ich euch mal eben in den Laden gehe und euch ein neues kaufe? Meine Kleinheit, Kleiner, hoffe, du erlebst bald bessere Zeiten. Nehme ich mal das da. Ja, ja, jetzt lass die blöden Witze. Ich hab so ein Bart. Die blöde Klinge ist nichts wert. Geht's mir um den Stolz. Ich gebe euch 50 Goldmünzen, wenn ihr ihm den Hintern poliert. Abgemacht. Ja, ja. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie ihr wünscht. Nett, dich kennenzulernen, Freund. Hallo und willkommen, Reisende. Railum nennt man mich, Railum Windspear. Ich habe euch hier noch nie gesehen. Seid ihr am Ende 9 der Stadt? Ich will überall so viele Leute kennenlernen wie möglich. Man hört so viele Geschichten und Begebenheiten. Was könnt ihr mir über Beregos erzählen? Was wollt ihr denn wissen? Ich kenne viele unter den Einwohnern, weiß auch ein bisschen was über die Geschichte. Sind noch ein paar Suchmissionen ohne Ergebnis. Wir sind nämlich sowas wie Abenteurer. Abenteuer, was? Ja, wenn ihr euch das zutraut, in den Ruinen der Schule von Ulcaster südöstlich der Stadt gehen seltsame Dinge vor. Ich würde da nicht hingehen, wenn ich mir meiner Fähigkeiten nicht ziemlich sicher wäre. Sind schon viele Leute mit guten Absichten hingegangen und nicht wiedergekommen. Ist also nur etwas, wenn ihr kampferprobt seid. Ansonsten wartet Frau Marianne schon lange darauf auf Nachrichten von ihrem Mann. Er sollte schon seit langem aus Amt zurückgekehrt sein. Ich weiß, dass sie für alle Neuigkeiten dankbar wäre. Sie wohnt ganz im Osten der Stadt, falls ihr helfen wollt. Möchtet ihr sonst noch was wissen? Von was reden die Leute? Was sagen sie zu den Problemen in letzter Zeit? Ach so, ihr meint wohl die Eisenknappheit. Die hat dem Schmied hier vor Ort wohl schon ziemlich zugesetzt. Theorum ist ein ausgezeichneter Schmied, aber in letzter Zeit hat er nicht so viel zu tun. Seine Schmiede ist immer noch gut ausgestattet, aber er sieht sich auch nach anderen Materialien um, die er bearbeiten kann. Keine Ahnung, was dies sein könnte, aber er hat ein gutes Händchen für exotisches Zeug. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Nichts Bestimmtes. Was gibt es denn hier für Einkaufsmöglichkeiten? Einkaufsmöglichkeiten? Schaut mal bei Feldpost vorbei. Die haben verschiedene Dinge im Angebot. Manche davon sogar mit magischen Kräften. Nehmt aber genug Gold mit, denn billig sind sie nicht gerade. Wenn ihr ein bisschen Gold übrig habt, solltet ihr auch mal bei Talantir westlich von der Stadt aufsuchen. Er hat einen Laden in seiner Burg, ist aber nicht scharf auf Besuch. Sprecht auf jeden Fall sofort mit ihm, wenn ihr eintretet. Er ist nämlich schon fast tödlich, ohne Erlaubnis in seinen Laden herumzustöbern. Er erschreckt die Leute auch gerne ein bisschen. Wollt ihr sonst noch etwas wissen? Danke für eure Hilfe. Kein Problem. Ist meine Freude, jemanden kennenzulernen. Nett, dich kennenzulernen, Freund. Ja, ihr wart hier im Süden. Ich habe gehört, es gibt Ärger in Noschke. In der Gegend war ich jetzt schon lange nicht mehr, deswegen kann ich nicht so viel dazu sagen. Wahrscheinlich haben die anderen aus der Stadt sowieso schon zu viel erzählt, oder? Ja. Auf Wiedersehen. Gut. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Das heißt, wir schicken immerhin wieder auf Bauzüge. So, Schlafende können wir ganz leicht beklauen. Okay, das will sich partout nicht öffnen lassen. Da ist nichts drin. Der Typ sieht uns zum Glück da nicht. Der wundert sich auch zum Glück nicht, dass wir bei allen möglichen Leuten in die Zimmer reingehen. So.
Das heißt, wir werden hier nochmal die Nacht. Verbringen. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oder zunächst das ausholen. Wenn wir hier schlafen. Wie wär's mit einem Whisky? Ja, aber nur Händler. Soll uns auch reichen. All diese Reisen. All diese Abenteuer. Wie kommt ihr damit klar? Bis jetzt war ich kaum in der Lage, mich über Wasser zu halten. Aber mit euch scheint alles so einfach. Einfach. Wir müssen uns gehörigen Gefahren stellen, Lehrer. Mehr Leute bedeutet mehr Sicherheit. Wenige wagen es, sich mir den Weg zu stellen. Nun wisst ihr es, mit einem mächtigen Beschützer zu reisen. Nun wisst ihr, wie es ist, mit einem mächtigen Beschützer zu reisen. Ich habe keine Zeit, mich zu unterhalten. Einfach. Ach ja, das. Ich wollte ja nur sagen, dass die gewöhnlichen Dinge leichter geworden sind. Ich muss mich nicht mehr ständig sorgen, woher ich meine nächste Mahlzeit bekomme. Oder ob mir ein Kobold im Schlaf die Kehle aufschlitzt. So habt ihr gelebt, bevor wir uns trafen. Oh nein, das klingt nach einem guten Tod für euch. Im Schlaf seht ihr ihn nicht kommen. So habt ihr gelebt? Ja, Steine als Kopfkissen, Lehm fressen, all das und mehr. Eine Welle des Glücks nach der anderen, schon die ganze Zeit, seit ich den Hochwald verlassen habe. Hochwald, da kommt ihr her. Das bin ich, geboren und aufgewachsen im Gebüsch. Zumindest bis sich meine Fehler so hoch gestapelt hatten, dass sie über mich hereingebrochen sind. Was hat euch aus eurer Heimat vertrieben? Fehler können korrigiert werden. Ich bin mir sicher, dass ihr nicht gezwungen wart, fortzugehen. Nein, Feigling flieht von seinen eigenen Fehlern. Nehmen wir mal die Nein, zwei. Nein, niemand hat mich gezwungen. Aber sie hätten es getan, wenn ich geblieben wäre. Ja, was ist denn passiert? Die ein oder andere Verstümmelung, wenn man mal Verbrennung zweiten Grades nicht mitzählt. Es waren nur Unfälle und alle Beteiligten haben überlebt. Ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher, dass alle überlebt haben. Ja, ich habe selten mit Todesfällen zu tun, die nur Unfälle sind. Diese Leute haben sich gegen euch gestellt, nicht wahr? Unfälle passieren eben, auch schreckliche. Das war sicher nicht eure Schuld. Was ist geschehen? Die Leute haben sich gegen euch gestellt. Ihr versteht es wirklich, jemanden dazu zu bringen, sich zu öffnen. Natürlich teile ich gerne intime Details meiner Vergangenheit mit euch. Ihr macht es mir wirklich einfach. Nehmt euch Zeit, erzählt weiter, wenn ihr bereit seid. Während unseres magischen Trainings sollten wir eine Feuersphäre beschwören. Die meine hat sich irgendwie von mir gelöst. Und einen Augenblick später warfen sich meine Klassenkameraden schreiend auf den Boden. Eine schreckliche Wendung, aber das war nicht eure Schuld. Vielleicht sollte man die Schuld euren unfähigen Lehrern geben. Er erinnert mich daran, Abstand zu halten, wenn ihr zaubert. Dann schieben wir es auf die Lehrer. Nein, ich habe es getan. Es war meine Schuld. Egal, ob es nun ein Unfall war oder nicht, ich hätte vorsichtiger sein sollen. Ich hätte die Verantwortung übernehmen können oder mir einen Wassereimer schnappen sollen. Stattdessen rannte ich fort, erschüttert von dem, was ich getan hatte. Ihr habt nicht mal versucht zu helfen? Ich weiß, das ist schrecklich. Danach rannte ich in die Welt und konnte es nicht über mich bringen, zurückzugehen und mich den Konsequenzen zu stellen. Dann und wann schlich ich für etwas zu essen zurück ins Dorf und einmal um einen Brief für meine Eltern dazulassen. Aber letztendlich musste ich gehen. Ich begann, den Hochwald zu durchwandern. Aber stets habe ich mich mit den falschen Leuten eingelassen und die falschen Entscheidungen getroffen. Schließlich hat mich Turlang der Ent geschnappt und gesagt, verzieh dich. Naja, wenn auch nicht wörtlich. Und so habt ihr euch auf die Reise begeben. Bei den Göttern seid ihr fertig, ich habe Tränen in den Augen. Sagt nichts mehr, sonst sterbe ich an Flüssigkeitsmangel. Eine interessante Geschichte. Und so habt ihr euch auf Reise begeben. Ja, ich verließ den Hochwald. Ich bin nun schon eine Weile auf Wanderschaft. Ich habe die ein oder andere Idee, wohin es gehen könnte. Aber entschieden habe ich mich noch nicht. Kommt, lasst uns diese Reise gemeinsam fortsetzen. Okay, Unfälle passieren. Tagebucheintrag. Unfälle passieren. Nera sagt, sie hätte den Hochwald verlassen, nachdem ein verrückter Zauber mehrere ihrer Kommilitonen verstümmelt hatte. Es hörte sich jedoch so an, als hätte ihre Lehrer sie verbannt. Sie scheinen aber zu denken, dass diese sie rausgeworfen hätten, wenn sie sich nicht vorher dafür entschieden hätte zu fliehen. Mutters Vermögen scheint nicht das Beste zu sein, aber ich denke, hinter ihrem Leichtsinn steckt ein gutes Herz. Ja, was Nera halt ein bisschen... Spart. Wie ihr wünscht. So. Leider ist es mal wieder Zeit zu speichern. Wir sind ja nicht sonderlich vorangekommen hier. Das wäre jetzt Let's Play 003. Also ich muss mir echt überlegen, was ich mache.
Nera ist ein bisschen komisch und mir fehlt eh noch eine sechste Person. Aber erstmal müssen wir uns um Kegans Quest kümmern, weil die ist timed. Gut, also, wir sehen uns dann gleich wieder. Ciao.